Ganz herzlichen Dank. Nochmal ein Spezialapplaus für unsere fantastische Band. Wunderschönen guten Morgen alle zusammen. So schön wieder hier zu sein. 2,5 Wochen waren wir in den Vereinigten Staaten von Amerika, hatten eine sehr starke Zeit in sehr großen Gemeinden. Die sind alle viel größer als unsere hier. Und da kann man richtig noch was lernen. Und ich soll euch liebe Grüße weitergeben von einem geliebten Freund aus unserer Gemeinde, der heißt Pastor Bayless Conley, einen aus den Toten Auferstandenen. Ja, ihr wisst, dass er einen schweren Unfall vor 2 Jahren hatten und er ist wieder vollkommen hergestellt. Das ist ein Wunder. Nächstes Jahr wird er hier bei uns in der Gemeinde wieder sein im Mai und er lässt euch alle herzlich grüßen. Ja, und jetzt kommen wir zu Gottes Wort, weil das Wort ist wichtig für jeden hier im Raum, jeden am Livestream, auch die wollen wir herzlich willkommen heißen, weil es etwas zu tun hat mit deinem Alltag. Und die Frage ist, wie komme ich an Gottes Hilfe in meinem Alltag ran? Ganz wichtige Frage. Du musst dir Folgendes vorstellen. Ganz viele Menschen auf der Welt wissen, dass Gott ein Helfer ist und dass Gott gerne hilft. Wenn ich jetzt hier eine Umfrage machen würde, wer glaubt, dass Gott gerne hilft, dann würden ganz viele Hände hochgehen. Ach, machen wir das doch einfach. Wer glaubt, dass Gott gerne hilft? Schaut euch mal um. Das heißt, Gott muss ein wunderbarer Helfer sein. Die Frage ist aber, wie komme ich denn dann an diese Hilfe von Gott ran? Und wisst ihr, dass das eines der Hauptthemen der ganzen Bibel ist? Schauen wir mal in die Evangelien, die Zeit von Jesus. Das, was die meisten Menschen zur Zeit von Jesus beschäftigt hat, war, wie komme ich nicht nur, wie komme ich an Jesus ran, sondern wie komme ich an seine Hilfe ran? Die blutflüssige Frau, ja, 12 Jahre Blutfluss. Wie komme ich an Jesus und seine Hilfe praktisch ran? Die Mutter, die ihren Sohn verloren hatte, der gestorben war, der Jüngling von Nain. Wie komme ich an die Hilfe von Jesus ran? Zachäus, der oben im Baum sitzt, wie komme ich an Jesus ran? Wie komme ich an die Hilfe von Gott ran? So, das ist eines der ganz großen Themen in der Bibel, schon im Alten Testament, die ganz vielen, vielen, vielen Geschichten behandeln dieses Thema. Wie kommt ein Mensch nicht nur an Gott, sondern an seine Hilfe, an seine Intervention im Leben ran? Und damit werden wir uns jetzt im Nächsten beschäftigen, denn hier sitzen heute Morgen 2000 und mehr Leute und am Livestream nochmal so viele und die haben genau diese Frage. Wie komme ich an Hilfe von Gott ran, wenn die Wohnung, die ich mir so gewünscht habe, kurz bevor wir sie bekommen haben, von jemand anderem weggeschnappt worden ist? Wie komme ich an Gottes Hilfe ran, wenn mir ein anderer Junge gerade meine Freundin ausgespannt hat? Wie komme ich an Gottes Hilfe ran, wenn mein Bankkonto total leer ist und ich alles durchdacht habe, wie man Dinge verändern kann und nichts hat funktioniert? Wie komme ich dran, wenn ich keine Aufträge in meinem Geschäft bekomme und ich habe alles unternommen, alles versucht, sogar Berater. Wie komme ich an Gottes Hilfe ran? Weil ich meine ganz praktisch, wie kann Gott mir helfen in einem Beziehungskonflikt, vielleicht sogar in deiner eigenen Ehe oder Familie oder mit der Verwandtschaft und es scheint keine Lösung zu geben. Wie komme ich dann an Gottes Hilfe ran? Ich meine, dass Gott der Helfer ist, weiß ich, aber wie komme ich an seine Hilfe ran? Das ist die entscheidende Frage. Das wollte ich euch sagen. Jetzt schließen wir die Predigt und machen Lobpreis. Könnten wir machen, aber ein paar Dinge möchte ich erwähnen und versuchen, eine Antwort auf diese Frage zu geben. Mich hat es die letzten Wochen, muss ich sagen, erwischt mit einem Psalm. Es ging mir lange, lange nicht mehr so, dass mich ein Psalm total erwischt hat. Und ich werde nur über einen winzigen Teil dieses Psalms heute sprechen. Und dieser Psalm ist Psalm 50. Das sieht ja auch schon so toll aus. Ja? 50. Es ist das Ende des ersten Drittels des Psalmbuches. Der 100. Psalm ist das 2/3 und der 150. Psalm ist 3/3 des Psalmenbuches. Und alle diese besonderen Abschlusspsalmen, der 50., der 100. oder 150. sind ganz besondere Psalmen. Die kennst du zum Teil alle auswendig, so besonders sind die. Aber dieser 50., der ist nochmal besonders. Ist geschrieben nicht von David, wie wir denken können, sondern von Asaf.
Und Asaf hat insgesamt 12 Psalmen im Buch der Psalmen geschrieben. 12, das ist auch eine ganz heilige Zahl, könnten wir ganz viel drüber sagen. Und das ist der erste Psalm von Asaf. Und Asaf, das musst du wissen, das Asaf ist sowas Ähnliches wie unser Worship Team in einer Person. Ja, der Mann war einer der gesalbtesten, inspiriertesten, prophetischen Sänger, Songwriter, Worshipper, Anbeter, Musikmacher für Gott. Ihr müsst euch vorstellen, ein grandioser Koordinator himmlischer Musik auf der Erde. So einer war das. Und der hat den Psalm geschrieben. Und das ist ein ganz besonderer. Und dann ist noch was Besonderes in diesem Psalm, das ist so besonders, das muss man erwähnen. In diesem 50. Psalm redet Gott, ich meine dein und mein Vater, Gott der Allmächtige, dreimal in direkter Rede, in Anführungszeichen, dreimal. Zum ersten Mal redet Gott zu Himmel und Erde. Das ist powerful. Gott hat was zum Himmel zu sagen und zur Erde. Das zweite Mal, jetzt wird es noch spannender, redet Gott zu seinem Volk, also auch zu dir und zu mir, in wörtlicher Rede. Müssen wir gucken, was da steht. Und das dritte Mal, wenn in diesem 50. Psalm von Gottes wörtlicher Rede gesprochen wird, redet Gott zu dem Gottlosen. Gottlos heißt ein Mensch, der ohne Gott lebt, gelöst von Gott. Also wenn du gelöst von Gott lebst, bist du gottlos. Und wenn du mit Gott lebst, dann gehörst du zu Gottes Volk. Und jetzt kommt das total überraschende, inspirierende, powerfule, und ich wünsche, dass es dich genauso erwischt wie mich selber, dass Gott am Ende der Passagen, wo er zu den Frommen redet, zu seinem Volk, und wo er zu den Gottlosen redet, immer am Ende sagt er beiden Personengruppen fast genau das Gleiche in wörtlicher Rede. Da läuft es einem schon kalt und heiß den Rücken runter. Und beides, was Gott sagt, seinem Volk und auch den Gottlosen, hat zu tun mit der Tatsache, dass man an Gottes Hilfe auf eine ganz besondere Weise herankommen kann. So, mit anderen Worten, das ist richtig spannend jetzt, sowohl den Menschen, die Gott kennen, wie die, die Gott nicht kennen und ohne ihn leben, sagt Gott das Gleiche in etwa, wenn es darum geht, wie man seine Hilfe anzapfen kann. Und das würde ich mir gerne mit euch zusammen anschauen. Seid ihr einverstanden? Okay, wer ist nicht einverstanden? Dann lass uns mal in Psalm 50, Vers 14 und Vers 23 gehen. Und jetzt habe ich etwas getan, was man normalerweise nicht tut, aber ich habe es jetzt einfach mal gemacht. Ich habe aus beiden Versen, Vers 14, wo er zu Gottes Volk spricht, und Vers 23, wo er abschließend zu den Gottlosen spricht, ich habe aus beiden Versen mal versucht, einen zu zimmern, weil es so ähnlich, ja fast gleich, sogar die gleiche Wortwahl beinhaltet. Und folgendermaßen könnte man diesen Vers übersetzen. Opfere Gott Dank, rufe ihn an, tu, was du ihm versprochen hast, das verherrlicht ihn. Und jetzt kommt es, da ist der Weg oder da ist der entscheidende Punctus Knacus Specialicus. Okay, hat das jemand verstanden? Da ist der Weg. Dadurch bahnst du einen Weg, kann man auch übersetzen. Oder damit stößt du einen geistlichen Prozess an, dass Gott etwas zeigen kann. Oder dass Gott etwas offenbart. Nämlich was? Wo das Heil, seine Hilfe, seine Rettung, sein Eingreifen, die Lösung für die Probleme, die du hast, die Antworten, die du suchst, die von Gott her da sind, wo man sie finden kann. Ihr Lieben, das ist unendlich powerful und hat was mit deinem Alltag zu tun. Gott sagt,
opfere Gott Dank, ruf ihn an, tu, was du ihm versprochen hast, das verherrlicht ihn. Und da ist der Weg, dadurch bahnst du einen Weg und schlägst einen Prozess an, dass Gott dir zeigen und offenbaren kann, wofür dich Hilfe und Rettung und Antworten praktisch zu finden sind. Ich würde vorschlagen, dass wir an dieser Stelle Gott mal einen mächtigen Applaus geben, weil er hat einen Weg für dich und für mich. Okay, ich schlage Folgendes vor, weil das war jetzt sehr viel auf einmal, dass wir das ganze Ding mal zusammenfassen, in kleine Abschnitte aufteilen und mal sehen, was Gott beiden, seinem Volk und auch seinen Freunden oder den Gottlosen zu sagen hat. Erstens. Gott sagt klipp und klar in diesem Text, es gibt Hilfe von ihm für jeden Menschen. Das heißt, niemand ist ausgeschlossen. Das bedeutet, unsere Politiker, Sportler, dein Unternehmensleiter, dein Lehrer, deine Schüler. Gott hat Hilfe für jeden, für die Drogenabhängigen, die Suchtgefährdeten, für die Menschen, die ein einfaches Leben führen, für die Upper 10,000, für die Menschen, die rumchatten in der Welt, für die Schauspieler, für die Menschen, die leprakrank sind. Gott hat Hilfe für jeden. Bitte sag irgendjemand Amen. Es gibt niemanden, der bei Gott ausgeschlossen ist. Und das ist so wichtig, dass du es weißt, nicht nur für dich, es gilt auch für alle anderen Menschen. Punkt Nummer zwei. Die Bibel sagt ganz klar, dass Gott etwas zeigen will. Ganz klar. Er will zeigen, wo Hilfe zu finden ist und wie sie konkret aussieht, die Hilfe. Also zum Beispiel, wenn du einen Plattfuß am Fahrrad hast, dann könnte die Hilfe Gottes aussehen, dass er dir ein Auto schenkt. Es könnte aber auch sein, dass Gott jemanden vorbeischickt mit einer Luftpumpe und Flickzeug. Verstehst du? Und Gott will zeigen, wo die Hilfe zu finden ist und wie die dann konkret aussieht. Wenn du dein Portemonnaie verloren hast, dann kann es ganz viele Möglichkeiten geben, wie Gott Hilfe für dich hat. Eine der einfachsten ist, du findest es wieder. Wir kommen jetzt von der Reise zurück, werden am Flughafen abgeholt und ich habe eine neue Tasche gebraucht, weil die andere war kaputt gegangen in den USA. Habe ich meine Tasche geschaut und was fehlt? Unser einziger Haustürschlüssel und der Autoschlüssel. Und alles andere dazu. Und du fährst hier Richtung Heimat und du weißt, du stehst dann daheim vor der Tür und die Tür lächelt dich an und sagt, ja und, was willst du hier? Und die Hilfe von Gott war, dass er meiner Frau einen göttlichen Einfall gab, in diesem riesigen Gepäck und Gewüstel, in dieser Tasche, im Gepäck, hinten drin, in einer Seitentasche, dort hatte ich ihn reingelegt als Ersatztasche für die, die kaputt gegangen war. Und so konnten wir glücklichen Fußes in unsere Wohnung gehen. Was für eine schöne Hilfe von Gott. Wir mussten niemand holen, der die Tür aufbricht. Ich musste nicht den Werner oder den Walter oder irgendjemand holen, der da mit der Zange und mit irgendetwas. Sonst ging alles ganz natürlich. Ich kann auch wieder Auto fahren, weil der Autoschlüssel war auch drauf. Ist das nicht herrlich, diese Hilfe von Gott? Er zeigt, wo und wie. Er zeigt. Auf unterschiedlichste Art und Weise. Und drittens, die Bibel sagt ganz klar, besonders durch einen besonderen Prozess wird seine Hilfe in der Frage, wo du ihn brauchst, offenbar. Und das kannst nur du ins Rollen bringen und du musst aktiv werden. Das ist ganz wichtig jetzt. Ich hatte wie ein Reden von Gott bei der Vorbereitung der Predigt und ich glaube wirklich, dass es der Herr war. Und mir war so in meinem Herzen, dass er mir sagte, wahrscheinlich hat er mich auch gemeint, bitte sag ein prophetisches Amen. Wahrscheinlich hat er mich auch gemeint, sagt, zu wenige meiner Kinder sind aktiv in dem Punkt, viele sind einfach passiv und warten ab, ob irgendwas passiert. Ja, ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir die Hilfe? Von der Zugspitze oder vom Feldberg?
Nein, meine Hilfe kommt vom Herrn. Okay, das wissen wir. Aber wie sieht die Hilfe aus? Und da bleiben viele passiv, sondern ja, der Herr wird es schon zeigen, wenn er will. Du, der will es zeigen, das hat er uns schon gesagt. Aber du und ich, wir spielen eine entscheidende Rolle dabei. Und diese entscheidende Rolle ist der vierte Punkt. Die sieht nämlich so aus, da gibt es einen Schlüssel, dass er uns zeigen kann, wo die Hilfe und die Rettung ist. Der Schlüssel ist zu lernen, dass wir Dank opfern. Dank opfern. Opfere Gott Dank, das verherrlicht mich, und da ist der Weg, dass ich dir zeige, wo die Hilfe herkommt und wo du sie findest. Nur wenn du das lernst, nicht passiv bleiben, aktiv ran an den Speck zum guten Zweck und der Himmel öffnet sich und Gott fängt an zu reden und Hilfe wird sichtbar. Wer es glaubt, sagt Amen. So, wir haben ein richtig spannendes Thema heute. Und jetzt könnten wir auch schon wieder aufhören und sagen, wow, das ist ganz cool und alles. Aber es gibt noch mehr dazu zu sagen. Viel, viel mehr. Ich dachte mir nämlich daheim, als ich da rumsaß und die Predigt vorbereitet habe, dachte ich mir, an dieser Stelle hast du sicher einige Fragen. Und dann kam mir, welche Fragen du wahrscheinlich hast. Und dann habe ich die aufgeschrieben. Und die werden wir jetzt anschauen. Danke, dass du die Frage dir ausgedacht hast. Erste Frage, was heißt opfern? Wenn Gott sagt, das ist der Weg, so muss ich es machen, damit die Hilfe sichtbar wird und meine Rettung offenbar wird und meine Intervention in deiner Problematik auch richtig greifen kann. Wenn er sagt, das ist der Weg, Dank opfern, ja, was heißt opfern? Gut, dass du das gefragt hast. Richtig gut, weil dadurch musste ich mich damit auseinandersetzen. Opfern ist was Interessantes, was wir heute in unserer Zeit nicht mehr so viel kennen, aber die Menschen damals, die kannten das alle. Opfern war normal, die haben da also Getreide geopfert und Kunstgegenstände geopfert und manche haben ihr Leben geopfert, manche haben Stiere geopfert und Lämmer und Ziegen und Tauben, die Ärmeren haben Tauben geopfert. Und geräuchert und alles möglich und Gedank geopfert und Lobpreisopfer und Hebopfer, was sie geopfert haben, das geht auf keine Kuhhaut. Genau, weil die wurde ja auch geopfert, also es war gar nichts mehr da. So, die wussten was vom Opfern und wir ahnen was vom Opfern. Weil Opfern kostet etwas. Wenn du ein Stier opferst, ein Stier war, ist ganz viel wert. Oder so eine Ziege, vor allem für die Menschen damals, im landwirtschaftlichen Rahmen. Die geben etwas von dem, was sie besitzen, von was für sie einen hohen Wert hat. Das geben sie preis, das opfern sie, das stellen sie jemand anderem oder für etwas anderen zur Verfügung. Das heißt opfern. Also opfern ist etwas, was so ein bisschen einen Preis kostet. Es kostet auch ein bisschen Anstrengung. Wir kennen das im Deutschen, ja, ich opfere mich für dich auf. Das hat was zu tun mit, ja, ich gebe ein bisschen Energie und Zeit da rein. Oder wir kennen im Deutschen den Ausdruck, ich opfere meine Zeit dafür. Das kostet was. Und dann haben wir in diesem Wort opfern, auch im Deutschen, im Althochdeutschen, da steckt das Wort Hingabe drin. Also man gibt sich für etwas hin, es kostet einen Preis, auch einen Preis an Zeit, an Investment, aber man macht es aus einer vollen Überzeugung. Ganz wichtig jetzt. Das macht man nicht, weil man dazu gezwungen wird oder gepeitscht wird, getrieben wird. Nein, opfern tut man, weil es Gott gerne so möchte, freiwillig. Könnte irgendjemand an dieser Stelle schon mal einen Amen sagen? Es ist etwas Freiwilliges, was ich von mir gebe, was ein bisschen was kostet, aber was dann auch in Form von einem Resultat etwas Großartiges bringt. Und dann ist noch was ganz Powerfules beim Opfern. Im ganzen Alten Testament hat Opfern immer zu tun mit einer Beziehung zu Gott. Egal welche Art von Opfer, könnten wir jetzt über ganz viele reden, haben wir nicht die Zeit zu. Opfern war immer da, Opferaltar, um die Beziehung mit Gott ganz tief werden zu lassen.
Und jetzt merken wir schon langsam, hoppla, hoppla, jetzt geht's hier um Dankopfern. Ich komme gleich zum Danken. Da geht's also um Hingabe, um Preiszahlen, investieren, Zeit, vielleicht etwas tun, was andere nicht tun würden, aber ich opfere es. Auf meinem Altar daheim, auf meinem geistlichen Altar, wo ich Gott groß mache, da will ich den Rauch des Dankes zu meinem Gott aufsteigen lassen. So, das ist das Erste. Was ist Opfern? Das Zweite ist, was ist Dank? Und Dank ist ganz einfach, das kennst du ganz gut. Man sagt Danke in Deutschland, wenn man etwas Gutes bekommen hat. Also, wenn du eine Ohrfeige kriegst, sagst du normalerweise nicht Danke. Wenn dir einer ein Bein stellt oder eine Delle ins Auto fährst, du steigst aus, sagst, herzlichen Dank, darauf habe ich schon ganz Zeit. Das machst du nicht. Aber Danke sagen wir, wenn wir etwas Gutes empfangen haben. Und ich habe gute Nachricht heute Morgen. Alle gute Gabe kommt von Gott, dem Vater des Lichts. Keine schlechte Gabe kommt von Gott, unserem Vater. Es kommt nur gute Gabe. Wer es glaubt, sagt Amen. Ihr Lieben, ihr müsst ein bisschen aktiver heute mitgehen. Ich komme aus Amerika, die schreien da rum und machen Halleluja, die tanzen während der Predigt. Ich muss mich erst wieder gewöhnen an. Aber es ist schon ganz gut. Es ist ganz gut. Bitte sag Amen an dieser Stelle. Es ist ganz gut. Wir glauben daran. Danke ist etwas wie eine Reaktion auf etwas Gutes, das man empfangen hat. Also Danken ist etwas unendlich Positives, was Leichtes. Es hat was mit was Schönem, Guten, Positiven zu tun, das man selber empfangen hat. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges, ganz, ganz wichtig. Ich spüre das so ein Reden Gottes, weil viele sollen die Hilfe von Gott zapfen können. Danke ist nicht, wie wir oft denken, immer nur was in Bezug auf die Vergangenheit. Ja, danke, dass du mir das gemacht hast. Danke, dass du so lieb zu mir warst. Danke, dass du mein Auto geputzt hast. Danke, dass du in der Schule so aufmerksam warst und jetzt lauter Dreien und Vieren nach Hause bringst und keine Fünfen und Sechsen. Danke. Vergangenheit. Danken heißt viel, viel mehr, ihr Lieben. Danke hat was zu tun mit der Gegenwart. Ihr Lieben, dass wir hier sitzen im Gospelforum in der Gegenwart Gottes. Danke, Herr, dass wir einander haben. Danke, dass es so ein super Gospelforum gibt, Livestream, dass wir mit dabei sein können. Danke, dass mein Bruder, meine Schwester neben mir sitzt. Dass Jesus da ist. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Da sagen wir auch Danke. Komm, wir sagen mal richtig ein mächtiges Danke mit einem Applaus unserem Herrn. Gegenwart, Präsenz. Aber dann gibt es etwas, das müssen wir lernen. Das ist so unendlich powerful, weil es öffnet den Weg. Da ist der Weg, dass Gott dir das Heil und die Hilfe zeigt. Nirgends anders. Wenn wir lernen, ihn auch für die zukünftigen Dinge zu danken. Ich danke dir, Herr, dass du bei mir bist morgen, wenn ich wieder in die Schule gehe. Danke, dass du bei mir bist, wenn ich die hunderte Kilometer mit meinem Auto nach Shanghai, Chungulungu, Malanga, wo auch immer hinfahre. Danke, dass du bei mir bist. Danke, Herr, dass ich unter deinem Segen stehe. Danke, ich weiß, wenn ich nach Frankreich gehe, ich werde in der Fülle des Segens Christi dorthin kommen. Dankeschön. Danke, Heiliger Geist, dass du mich inspirierst. Danke, dass du die Salbung nicht von mir gehst. Der Heilige Geist geht nicht einfach von dir weg. Er wird auch morgen bei dir sein. Bitte sag Amen. Und dafür kannst du Gott heute schon danken. Danke, Herr, für meine Familie, dass du sie beschützt, wenn die jetzt unterwegs sind. Wir waren jetzt auf 4 verschiedenen Kontinenten als Familie. Der Markus mit Elsie waren in Indien, haben dort einen Dienst getan. Wir waren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Lisa war mit ihrem Ehemann in Island. Und wer war noch in Europa? Ja, hier ist Europa. Wo waren die anderen noch? In Südafrika. Island ist Europa, danke. Südafrika. Und wir haben da SMS und manchmal hast du gedacht, die Zeitverschiebung und so weiter und so fort. Gott ist zu jedem Zeitpunkt überall bei meiner Familie, bei deiner Familie, weil er beschützt unser Haus. Du bist unser Schutz. Ich und mein ganzes Haus, wir werden gerettet werden. Bitte sag Amen. Das ist für dich. Auch für deine Zukunft, für deine Verwandtschaft, für deinen Beruf. Der Herr, der Segen des Herrn ist mit mir in meinem Geschäft.
Auch wenn du gerade einen Konkurs hast, der Herr ist mit mir. Der Gerechte fällt 7-mal, aber was passiert in der Zukunft? Er steht wieder auf. Bitte sag Amen. Gott ist mit dir, wer kann gegen dich sein? So, wir sehen, das ist eine unglaubliche Kraft in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, Gott zu danken, das heißt zu reagieren auf seine Güte und es ihm zu sagen, ich mache es mal bildlich, daheim einen Altar aufzubauen und den Dank Gottes in Form eines Opfers, das heißt ich zahle an Zeit, an Hingabe, an Bereitschaft, den Dank Gott zu geben für all das Gute. Freunde, ich gebe euch mal ein paar Beispiele. Uns, wir leben in einem der besten Länder der ganzen Welt, in Deutschland. Wir haben eine stabile Regierung. Es ist so sauber in Deutschlands Straßen. Das Gras ist so grün. Die Menschen, die Schwaben, sind so nett. Meistens. Die Technik ist phänomenal. Wenn du von anderen Ländern kommst, du staunst. Die Flugzeuge landen und alles läuft wie am Schnürchen. Dein Gepäck kommt an, meistens. Die Straßen sind zwar kleiner als in Amerika, aber so sauber alles. Die Autofahrer sind so anders. Wir haben ein Dach über dem Kopf, ihr Lieben, wir haben genügend zu essen. Schwäbische Spätzle, wir wissen gar nicht, was es bedeutet, wenn du es wochenlang nicht mehr bekommen hast. Versteht ihr, wie gut es geht? Wir haben eine Gemeinde, wir haben Pastoren, wir haben Brüder und Schwestern, einen Büchertisch, wir haben tolle Ministry-Teams, Musiker, Sänger, wir haben Dream-Teams ohne Ende, die besten auf der ganzen Welt, Techniker, die das Ganze weltweit übertragen. Es ist der absolute Hammer. Komm, wir sollten Jesus mal einen Dankesapplaus geben. Er ist einfach herrlich. Wir sind so gesegnet. Und schau, während du das tust, während du Gott dankst, ob mit Klatschen oder mit deinen Worten und dir Zeit nimmst, Zeit dafür opferst, Zeit dafür hergibst und sagst, Herr, dafür bin ich da, um dir einfach zu danken. Da öffnet Gott wie eine Schleuse und sagt, da ist der Weg. Es ist ein Prozess. Weg heißt, es ist ein Prozess. Da öffnet sich für dich ein Prozess, wo Gott dir zeigt, wo die Hilfe für deine Situation herkommt und wie sie aussieht. Und das ist so powerful. Gott will, dass du ihm glaubst. Gott will, dass du glaubst, das ist der Weg. Das ist er und keiner sonst. Indem du Gott Dank opferst und das lernst mehr und mehr in deinem Alltag, im Auto, wenn du auf der Toilette sitzt und unter der Dusche stehst. Danke Gott, dass ich eine Dusche habe. Und dass die nicht verklort, stinkt und riecht und so weiter, sondern frisches Bodenseewasser da rauskommt. Amen. Oder anderes, je nachdem, wo du wohnst hier in Stuttgart. So, okay, ich muss leider schnell machen. Ich dachte mir, der dritte Punkt, den habe ich schon fast beantwortet. Danken wofür? Meine Antwort ist ganz einfach, für alles. Danke Gott für alles in dem Namen. Alles Gute, was Gott tut, für alles. Sagt, ja, aber ich habe keine Aussicht, dass ich irgendwo ein Licht am Horizont sehe. Ja, du vielleicht nicht, aber Gott. Gott sieht schon das Licht am Horizont, er sieht sogar noch weiter. Und du kannst ihm heute danken, dass es ein Ende, ein Licht am Ende des Tunnels gibt. Weil Gott ist das Licht der Welt und er ist deine Hilfe und deine Lösung. Er ist deines Lebens Kraft, er ist der, der alle Weisheit hat. Du kannst ihn bitten, danke Gott, dass ich dich bitten kann, weil du gibst mir die Weisheit, die ich als Normalsterblicher nicht habe. Du gibst mir deine Weisheit, danke, so steht es geschrieben. Du bist mit mir, du bist nicht gegen mich. Der Teufel sagt mir laufend, dass Gott gegen mich ist. Aber du sagst in deinem Wort, du bist für mich. Das macht, tut mir gut. Danke, dass dein Wort die Wahrheit ist. Dein Wort ist die Leuchte für meine Füße, das Licht auf meinem Weg. Danke, Herr, du bist der Gott, der auf meiner Seite ist. Du bist Immanuel, Gott mit uns. In meiner Schwachheit bist du mächtig. Danke, 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 danke. Und plötzlich öffnet sich irgendwo ein Weg. Da ist der Weg, dass ich ihm zeige, das Heil und die Hilfe und die Kraft Gottes. Wer es glaubt, sagt Amen. So, tausende Dinge, wofür du Gott danken kannst. Ich schließe hier an der Stelle ab, weil einen Punkt habe ich noch zu sagen. Ich habe
für mich was getan in den USA, was ich sehr interessant fand und dir gerne als Hausaufgabe geben möchte, weil ich die Zeit nicht habe, es hier zu zeigen. Ich habe den gesamten Apostel Paulus mir angeschaut, ist ein lieber Freund von mir, ich schätze ihn so sehr, und habe mal geschaut, wofür hat der Apostel Paulus alles gedankt? Das ist der Hammer. Also es inspiriert dich so dermaßen. Zum Beispiel hat er gesagt, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Das war auf seinem Altar daheim, hat er geräuchert. Ja, ich danke dir, dass ich mehr komme. Ich danke dir, Herr, dass ich mehr in Zungen bete als alle anderen. Ich danke Gott für alle Gemeinden, hat er gedankt, für alle Dienstgaben, für alle Ältesten und Diakone. Der war glücklich über seine Gemeinde. Ich schub's mal deinen Nachbarn an und sag, hey, ich bin so glücklich, dass ich hier sein darf. Sag's ihm. Sag, oh, ich danke Gott. Ich danke Gott. Und er hat gedankt für, also ich, wie gesagt, wir haben ja gar nicht die Zeit dazu, er dankt beim Abendmahl, er dankt fürs Essen und fürs Fasten und für die Mitarbeiter und für die Taufe und für die Heiligen im Licht und die Freude an neuen Gläubigen in Thessalonich und dass die Römer so gehorsam waren und ach. Herrlich, muss man lesen, das inspiriert dich total. Aber eine Sache kann ich nicht verschweigen. Es gibt eine neutestamentliche Variante von dem, was wir eben im Psalm 50 im Alten Testament gesehen haben. Und die ist so powerful. Nur eine einzige Sache, der neutestamentliche Weg, nämlich voll Geistes zu sein und zu werden, ist genau dieser Weg, Dank zu opfern. Das beschreibt der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 20. Und dort steht, werdet voll Geistes, indem ihr Psalmen, Hymnen, geistliche Lieder singt und so Musik macht in eurem Herzen. Und dann kommt's, indem ihr alle Zeit, das heißt überall im Gottesdienst, nach dem Gottesdienst, im Auto, daheim, morgens, abends, mittags, indem ihr alle Zeit Dank opfert oder Dank sagt für alles Gute, weil alles Gute kommt von Gott, dem Gott und Vater in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Ihr Lieben, während wir Dank opfern, und das ist der Grund, warum das der Weg ist, dass Gott uns Hilfe und Heil und Rettung und Offenbarung schenken kann, ist, weil wir werden nebenbei noch voll mit Heiligem Geist. Und wenn du voll mit Heiligen Geist wirst, wirst du wieder voll mit dem Helfer, weil der Heilige Geist ist der Parakletos, der zur Hilfe herbeigerufene. Und du wirst voll mit seiner Salbung der Hilfe, seiner Kraft, seiner Energie, seiner Stärke. Und ihr Lieben, während wir tun, was im Alten Testament im Psalm 50 geschrieben steht, für die Gläubigen und die Nichtgläubigen, werden wir voll Geistes im Neuen Testament, während wir Gott, dem Vater, Dank sagen. Und stell dir vor, du voll Heiligen Geist, stark wie Herkules, mächtig wie Tarzan, ein spiritueller Tarzan, du gehst nachher raus und sagst, wo ist der nächste Baum, den ich fällen kann für den Herrn? Und du spürst, seine Salbung ist mit dir. Und du merkst, weil Gott so viel tut, da ist der Weg, da ist er, dass ich ihm zeige, das Heil Gottes. Komm, wir stehen mal alle zusammen auf. Ich möchte gerne euch eine Sache erzählen, die ist erst ein paar Tage alt, 7, 8 Tage, und ihr wart zum großen Teil mit involviert. Das war diese schreckliche Brandkatastrophe in Südafrika. Über 400 Häuser sind abgebrannt, ganz viele Menschen ums Leben gekommen. Und immer wenn dort Tag war oder Nacht war, war es in Amerika Nacht oder Tag, genau umgekehrt. Und es waren 2, 3 schreckliche Nächte, die wir auch als Eltern mitgemacht haben. Wenn um 2 Uhr, 3 Uhr, 4 Uhr morgens das Telefon ging, die Ellie war dran, sagt, wir haben jetzt alles gepackt, wir müssen hier evakuieren, wir müssen raus. Die Flammen sind direkt auf der anderen Seite des Tales, 1 Kilometer dazwischen. Übrigens dort, wo sie früher gewohnt haben, bis vor einem Jahr. Und ich weiß nicht, wie es dir geht als Eltern. Du fängst an, zu Gott zu schreien, zu rufen, lass es regnen, lass den Wind sich drehen. Und jedes Mal ist es auch passiert. Der Wind hat gedreht, später kam der Regen. Und ganz viele Wunder sind in all dem Unheil passiert. Wirklich Wunder Gottes. Und dann waren wir an einem Nachmittag, 2 Tage später, mit Wes, nicht mit Wes, mit Bayless Conley unterwegs. Sorry.
Und wir waren an so einem kleinen historischen Ort und alles so schön und Gedanken waren ganz woanders. Und dann geht wieder das Handy. Und die Ellie war dran, total verzweifelt und sagt, die Flammen, der Wind hat gedreht, die Flammen kommen alle zurück. Die stehen ganz nah in der Nähe von ihrem Zuhause. Und das ist so blöd, dann bist du da mitten im öffentlichen Platz, ganz viele Leute um dich rum und so weiter. Und du machst dir Sorgen und all das, was ist, weil du hast die Flammen gesehen, du hast die Videos gesehen, die verheerende Kraft. Und Bele stand da und sagt, ich weiß nicht, wo es steht, aber die Sache, wenn du durchs Feuer gehst, die Flammen werden dich nicht versengen. Und ich wusste sofort, Jesaja 43, wo es steht, aufgeschlagen, haben wir es gelesen. Und in dem Augenblick kam so ein Friede in mein Herz, so ein Glaube der Berge versetzt. Und ab dem Augenblick, ich habe nur eine Sache getan, eine einzige Sache. Ich sagte, ich danke dir, Herr, dass dein Wort stimmt. Dein Wort stimmt. Die Flammen werden sie nicht versengen, werden das Auto nicht antasten, die Wohnung nicht antasten. Der Kleine rief an, sagt, es ist nicht so schlimm, nur dass mein Bett nicht verbrennt. Ja, dem war sein Bett so wichtig. Hey, das Bett ist nicht so wichtig, du bist viel wichtiger. Ja, da blutete das Herz. Aber als es kam, da stieg es in meinem Herzen auf und ich wusste, die Hilfe von Gott ist da, die Hilfe von Gott ist da. Und ich danke dir, Gott, dass die Flammen sie nicht versengen werden. Ich danke dir. Der Wind soll drehen. Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Wind wieder gedreht, es hat geregnet. Und ich möchte dir etwas sagen. In der allergrößten Not, wenn wir die größte Hilfe von Gott brauchen, da ist der Weg. Da ist der Weg. Wenn der Teufel sagt, alles ist kaputt, schau auf die Umstände, schau auf die Fluten und wir unterzugehen drohen und sagen, oh, niemand kann uns mehr helfen. Unser Gott ist immer der Helfer, er ist immer da. Er ist unseres Lebens Kraft, unser Licht, unser Heil. Er ist genau in deiner Situation jetzt. Vielleicht hat dich deine Freundin verlassen, vielleicht bist du total einsam. Vielleicht hast du mit irgendwelchen Ängsten gerade zu tun. Oder die Krankheit will aus deinem Körper nicht raus, scheinbar. Aber da ist ein Helfer und gerade jetzt ist er da für dich. Und gerade jetzt ist da der Weg, dass Gott dir das Heil zeigt. Wenn du anfängst, ihm zu danken, dass er der Heiler ist, der Helfer ist, deines Lebenskraft ist, dein Licht und dein Heil. Und dein Herz wird neu mit Glaube gefüllt und dieser Glaube versetzt Berge und katapultiert Finsternis hinweg. Vielleicht können wir alle unsere Hände ausstrecken zu unserem wunderbaren Gott. Und Herr, ich danke dir so herzlich für dein Wort. Dein Wort baut uns auf. Dein Wort stärkt uns. Es ist eine Leuchte für unsere Füße, ein Licht auf unserem Weg. Wir klären hier ganz klar und ganz deutlich, Herr, wir danken dir für dein Wort, denn dein Wort ist die Wahrheit. Und wir bleiben in deinem Wort und deine Wahrheit macht uns frei. Ich erkläre jetzt Freiheit über deine Söhne und Töchter von Jochs der Knechtschaft und der Bedrückung und von dem, was der Feind an Bösem geplant hat. Denn du bist unser Helfer in Zeiten der Not. Und Herr, wir bauen jetzt den Altar. Wir räuchern den Dank. Wir bringen dir Opfer. Wir nehmen uns Zeit und sagen dir Danke, Herr. Du bist der Helfer in Zeiten der Not. Du bist unsere Lebenskraft, unser Licht und unser Heil. Du bist die Quelle des Lebens. Du bist unsere Freiheit. Du bist unsere Freude. Du bist unsere Liebe. Du unser Segen aus den himmlischen Welten. Und danke, Herr, dass deine Kraft jetzt auf jeden fließt. Heiliger Geist, du wunderbarer Helfer. Danke, dass wir in diesem Augenblick neu mit deinem Salböl erfüllt werden. Mit dem Öl der Freude. Mit dem Öl der Kraft. Mit dem Öl der Zuversicht. Im Namen Jesu Christi. Auch am Livestream Feuer kommen zu euch in Jesu Namen. Und der Geist der Dankbarkeit sei freigesetzt, nicht nur hier, sondern über ganzem Gottesvolk, auch über denen, Vater, die dich noch nicht kennen. Denn da ist der Weg, dass du uns dein Heil und deine Hilfe zeigst. Gottes Kraft ist so stark hier. Und während du vor ihm stehst, und du dir bewusst bist, dass er dich sehr, sehr lieb hat und dass er auf deiner Seite ist. Mach doch was in deinem Herzen fest. Sag, Herr, helf mir, dass ich daheim so ein Altar der Dankbarkeit baue. In meinem Auto, unter der Dusche, auf der Toilette, wo immer ich auf meinen beiden Beinen unterwegs bin oder im Rollstuhl unterwegs bin. Ich will ein Altar der Dankbarkeit.
ein Altar, wo es räuchert, wo Gott die Ehre bekommt, wo er verherrlicht wird. Da werde ich verherrlicht, wo man mir dankt, wo Opfer des Dankes gebracht werden. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige meine Hilfe und meine Heilung.